Peter Collin, der 1422 im heldenhaften Kampf in der Schlacht bei Arbedo fiel. Ein anderes Denkmal, der Eislaufverein Zug, kurz EVZ. Inner 10 Jahren hatte er den Aufstieg von der zweiten Liga in die oberste Spielklasse geschafft. In der Saison 1976-77 genossen die Zuschauer Nationalliga A Eishockey. Und dann Abstieg in die Nationalliga B und vor einem Jahr in die erste Liga. Außerdem große finanzielle Probleme. Aber jetzt sind sie wieder im Kommen, die Stehaufmännchen vom EVZ. Auch weil die Fans Nationalliga Eishockey sehen wollen. Ich finde das blöd, mit der 9000er Halle in der ersten Liga zu spielen. Also ich würde am Dienstag auch ein Match schauen. Ich finde es viel besser, wenn man am Dienstag auch noch schauen kann. Am Samstag ist es einfach zu wenig, finde ich. In der Nationalliga B haben sie gleich gute Gegner und dann haben sie mehr Chance, in die Nationalliga A aufzusteigen. Wir haben gesehen, könnte es eigentlich ruhig in der Mais bleiben, also in der Liga 1. Weil da würde es eigentlich einmal gewinnen und im B gesehen ist jetzt ein ganz schöner EVZ-Zug. Verlieren, das hatte der EVZ vor allem in der Nationalliga A gelernt. Aber er sorgte auch für Siege, wie im Dezember 1976, als Biel mit 7:2 abgefertigt wurde. Bei Biel damals Anken im Tor, aber auch schon Kölliker war dabei. Klingende Namen bei Zug, Jorns im Tor, in der Verteidigung Kürnzi und Stupan, der am Höhenflug der Zuger wesentlich beteiligt war. Im Sturm Urli Lütti, Peltonen, Reto und Robert de Kumbis, Lörtscher und Jenny. Ein volles Stadion bei den Heimpartien, Spielereinkäufe, Trainerwechsel, es nützte alles nichts. Die Zuger spielten nur eine Saison lang in der Nationalliga A. In der Nationalliga B schlug man sich recht und schlecht. Viele der Spieler verloren die Motivation. Die Folge, es ging weiter bergab, in die erste Liga. Ein Spieler hat die Höhen und Tiefen des EV-Zug überstanden, der 31-jährige Heinz Jenny, nach einem Abstecher zu Lugano, heute wieder absoluter Topscorer bei EVZ. Was hält ihn an diesem Club? Ich habe erstens von den 5 Jahren vorher 5 gute Kollegen da. Und beruflich ist es sehr gut im Zug für mich. Wie sind die Aussichten für das nächste Jahr? Kann man noch mit ihnen wieder rechnen? Ja, ich habe im Sinn aufzuhören, weil ich habe eine ziemlich schwere Neuverletzung noch. Und das muss man noch schauen. Aber ich glaube, ich höre auf, die Nazi B. Was geben Sie für Chancen am EVZ in der Nationalliga B? Ja, wenn man sich gut verstärken kann, den Mittelfeldplatz. Die heutige Mannschaft, Routiniers, unter ihnen die ehemaligen A-Spieler Jenny, Peter Gore, Walter Wettenschwiler und Nachwuchsleute aus den eigenen Reihen geben eine ideale Mischung. Dass es zu dieser Formation kam, ist ein Verdienst des tschechoslowakischen Trainers František Dům, der den Erstdivisionär Litvinov erfolgreich gecoacht hatte. František Dům, wo müssen Sie Ihre Mannschaft verstärken? Wir müssen sicher verstärken unsere Mannschaft mit einem Verteidiger und einem sehr guten Mittelstürmer. Man hat von den tschechischen internationalen Linka und Bubla gesprochen. Was ist wahr daran? Na, das glaube ich nicht, kommt in Frage, weil sie haben sehr gute Kontrakte in Kanada. Welche sind Ihre Wunschvorstellungen? Na, meine Wunschvorstellung ist, wenn wir holen einen guten Mittelstürmer und Verteidiger aus Tschechoslowakei. Torhüter Urs Räber, wie auch Paul Christoffel als Leihspieler von Arosa, dürften auf nächste Saison hin definitiv vom EVZ übernommen werden. Aufhören möchte der Ex-Klotener Wettenspieler, während Jenny vorhin gepokert haben dürfte, auch er wird noch eine Saison lang bleiben. Bei der Neuverpflichtung von 2 Ausländern müssten die bisherigen Gore und Derry über die Klinge springen. Von der Clubleitung her hat man nach dem Abstieg in die erste Liga 3 klare Ziele gesetzt. Sportlichen Erfolg, das haben wir erreicht. Wir stehen hoffentlich direkt vor dem Aufstieg. Das zweite Ziel war Abbau von diesen riesigen Schulden von 600'000. Das ist auch gelungen in einem gütlichen Nachlassverfahren. Wir sind praktisch schuldfrei eingestiegen in diese Saison. Und das dritte Ziel ist noch eine Ausarbeitung von einem finanziellen Konzept für die Zukunft, dass wir auf einer gesunden Basis aufbauen können und nicht nochmal wiederholen, was wir schon gemacht haben früher. Und auf sie darf der EV Zug, ähnlich wie der SC Bern, immer hoffen, auf die Fans. Ja, und die Fans sind auch sicher heute wieder in Scharen zu Zug erschienen.
zum entscheidenden Spiel, vielleicht schon, um den Aufstieg in die Nationalliga.